Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, will vorab nichts vom vermutlich ersten Mord der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund gewusst haben. Sie habe erst Mitte Dezember 2000 und damit 3 Monate nach der Ermordung des Blumenhändlers Enver Simcek von der Tat erfahren. Das lässt Zschäpe von ihrem Verteidiger vor dem Oberlandesgericht München erklären. Als sie von der Tat hörte, sei sie geschockt gewesen. Erstmals macht Zschäpe damit Angaben in dem seit mehr als 2,5 Jahren andauernden Prozess. Das rechtsextreme Trio Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Zschäpe soll 1998 in den Untergrund gegangen sein und dort unerkannt die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund gebildet haben. Bis zu einem Banküberfall, nachdem sich Bönhardt und Mundlos 2011 das Leben genommen haben sollen, soll das Trio 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Überfälle verübt haben.